Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Himmel und Hölle. Zwei Konzepte, mit denen wir irgendwie vertraut sind oder zumindest meinen, vertraut zu sein. Wir haben ja alle die Vorstellung gehört, jemand, der stirbt, kommt entweder in den Himmel oder in die Hölle. Einige fügen dann noch die Idee des Fegefeuers hinzu. Aber was sagt uns die Bibel hierüber? Sagt uns die Bibel etwas darüber aus, dass Verstorbene in den Himmel eingehen oder, wenn sie böse waren, in eine ewig brennende Hölle und dort für alle Zeiten gemartert werden? Ich möchte heute dieses Thema behandeln, zunächst einmal das Thema des Himmels und dann später dann auch das Thema der Hölle. Denn ich möchte Ihnen gleich vorneweg sagen, wenn Sie diese Idee verfolgen und haben, dass entweder oder jemand, der stirbt, in den Himmel oder in diese Hölle eingeht, wie ich sie beschrieben habe, dann haben Sie eine falsche Idee. Dann haben Sie nicht die richtige Vorstellung dessen, was uns die Bibel sagt. So, zunächst einmal, wo kommt die Idee des Himmels eigentlich her? Die Idee, dass man in den Himmel eingeht, wenn man stirbt und ein guter Mensch gewesen ist. Nun, Lewis Brown beschreibt in seinem Buch This Believing World oder Diese gläubige Welt die Idee des Himmels. Und er schreibt, dass diese Idee von den Babyloniern herrührt und auch von den Ägyptern, die daran glaubten, dass jemand, der stirbt, wenn er ein guter Mensch war, in den Himmel eingeht. Und es waren dann auch barbarische Stämme, wie er sagt, in Griechenland, die diese Idee hatten. Sie wurden Geheimnisse genannt. Das war etwas, was die meisten nicht verstanden haben. In Griechenland schrieben die, man musste halt da eingeweiht sein in dieses Geheimnis. Und sie sagten, dass jeder Mensch, egal eigentlich, wie schlecht er gelebt hat in diesem Leben, wie böse er war, für jeden Menschen steht ein Platz im Himmel bereit. Alles, was notwendig war, war, dass man in diese Geheimnisse dieser Sekte, dieses Kultes eingeweiht werden würde. Und dann war man, mit anderen Worten, schon auf dem Weg hin zum Himmel. Nun, das erinnert mich so ein wenig an eine Idee, die auch heute noch im orthodoxen Christentum vorherrscht. Nämlich, wenn man als Baby in eine Kirche hineingetauft wird, dann ist man so gut wie bereits schon im Himmel, vielleicht auf gewissen Umwegen, aber immerhin, man hat so seinen Platz dann garantiert. Aber ist das, was die Bibel uns sagt? Lehrt uns die Bibel, dass wir, wenn wir sterben, in den Himmel eingehen? Oder lehrt uns die Bibel etwas ganz anderes? Nun, wenn man sich die Stellen der Bibel im Zusammenhang anschaut, dann stellt man fest, zunächst einmal, dass die Bibel von mehreren Himmeln spricht. Nicht nur von einem Himmel, sondern von mehreren Himmeln. Und da kommt natürlich schon gleich wieder die Verwirrung her, wenn man eine Stelle sich durchliest, die von dem Himmel spricht, und dann sagt, aha, diese Stelle zeigt uns also, dass wir in den Himmel eingehen, wo Gott wohnt. Schauen Sie, die Bibel spricht von drei verschiedenen Himmeln. Nun, einige sprechen von sieben Himmeln, aber das sagt die Bibel uns keineswegs. Die Bibel spricht von drei Himmeln. Nun, der erste Himmel, laut Bibel, ist, wie man das so benennen könnte, die Erdatmosphäre. Das ist das, wo Vögel fliegen können, wo wir also Flugzeuge haben, die durch die Wolken fliegen. Und die Bibel sagt deutlich, dass dies eben ein Himmel ist. Schauen wir uns einmal in 1. Mose Kapitel 1, Vers 20 an. 1. Mose Kapitel 1 und Vers 20. Und da wird von diesem Himmel gesprochen. 1. Mose Kapitel 1 und in Vers 20. Da heißt es, und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Also die sollen hier dann unter der Feste des Himmels fliegen, diesem ersten Himmel, von dem ich sprach. In Kapitel 27, 1. Mose 27, lesen wir Vers 28. 1. Mose 27 und Vers 28. Und Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Hier wird von dem Tau des Himmels gesprochen. Offensichtlich handelt es sich nicht um den Bereich, der über die Erdatmosphäre hinausgeht. Es geht hier um diesen sogenannten ersten Himmel. Nun, dann wird aber auch ein anderer Himmel in der Bibel beschrieben. Und das ist der Himmel, den wir heute so als das Universum bezeichnen.
also über die Erdatmosphäre hinausgehend, der Himmel, der andere Planeten mit umfasst, andere Galaxien, Sonnensysteme. Und das wird auch in der Bibel mit Himmel beschrieben. In Psalm Kapitel 8. In Psalm Kapitel 8 lesen wir in Vers 4, wie David über diesen Himmel, das Universum, meditiert hat, nachgedacht hat, sich die Frage gestellt hat, warum hat Gott das alles erschaffen? Er hatte nicht gemeint, dass das alles durch einen Urknall, durch Evolution zustande gekommen ist. Er war davon überzeugt, Gott hatte dies erschaffen. Psalm 8 und Vers 4. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Also er spricht hier jetzt von dem Himmel, der zum Beispiel Mond und Sterne mit umfasst. Was ist der Mensch, sagt er hier in Vers 5, dass du seiner gedenkst? Was ist des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Also hier wird jetzt von einem zweiten Himmel gesprochen, einem Himmel, den man gewöhnlich so als das Universum mit all diesen Galaxien, Sonnensystemen und so weiter beschreiben könnte. Das ist noch immer nicht der Himmel, wo Gott wohnt. Die Bibel spricht auch von einem dritten Himmel. Das ist ein unsichtbarer, dem menschlichen Auge, unsichtbarer Himmel, ein geistlicher Himmel. Diese anderen beiden Himmel, das sind physische Himmel, die kann man sehen. Da kann auch der Mensch in gewisser Weise vordringen, selbst in diesen zweiten Himmel. Der hat ja hin und wieder Erfolg damit gehabt, Menschen zum Mond zu bringen und zurück. Aber diesen dritten Himmel, wo Gott wohnt, das ist der Himmel, auf den wir jetzt zu sprechen kommen wollen. Das ist der Himmel, von dem man meint, man würde dorthin gelangen, wenn man stirbt. Das ist der dritte Himmel. Das ist der Himmel, wo die Engel leben. Das ist der Himmel, wo Gott seinen Thron hat. Ein römischer oder vielmehr ein russischer Atheist hat einmal gesagt, ja, das war so ein Astronaut, der so in das Universum vorstieß und hat gesagt, ja, ich habe überall nachgeguckt und ich habe aber diesen dritten Himmel, also diesen Himmel, wo Gott wohnt, den habe ich gar nicht wirklich gesehen. Von daher beweist dies, dass es den nicht gibt. Nun, dieser Astronaut hatte das natürlich nur mit seinen physischen Augen sehen wollen, aber diesen dritten Himmel, den kann man nicht sehen. Es sei denn, Gott manifestiert ihn für uns. Und er hat es hin und wieder getan in einer Vision. Wir lesen in der Bibel, dass einige in einer Vision diesen dritten Himmel gesehen haben und in einer Vision, aber nicht buchstäblich, sogar in diesem dritten Himmel waren. Wir lesen von Daniel, der in einer Vision sah, wie Jesus Christus zu Gott dem Vater gebracht wurde. Wir lesen sogar von Paulus, der in diesen dritten Himmel versetzt wurde, in einer Vision. Wir lesen von Johannes, der ja das Buch der Offenbarung schrieb, der in einer Vision in den Himmel vordrang, um von dort aus zu beschreiben, was er dort sehen konnte im dritten Himmel, aber dann auch, was auf Erden geschehen würde zur Zeit des Tages des Herrn, einer prophetischen Zeitspanne. Wir lesen zum Beispiel auch, dass Stephanus, als er gemartert, gefoltert, getötet, gesteinigt wurde nach seiner Verteidigungsrede, er sagte, ich sehe den Himmel offen und ich sehe Gott, den Vater und Jesus Christus seiner Rechten. Und als er das sagte, da wurde er natürlich von den wütenden Anklägern gesteinigt und getötet. Aber schauen Sie, das waren Visionen. Das besagt keineswegs, dass wir, wenn wir gestorben sind, in den Himmel eingehen, in diesen Himmel. Letztendlich war es ja so, dass diese Menschen alle lebten, als sie diese Visionen hatten. Aber Christus macht eine sehr fundamentale Aussage. Er sprach zu Nikodemus. Der Nikodemus, das war ein heimlicher Jünger, ein Pharisäer, aber der hatte Angst, dass dies publik wurde. Und so kam er zu Christus bei Nacht. Und er befragte ihn über das Reich Gottes. Er wollte wissen, was eigentlich das Reich Gottes war. Und Christus begann, ihm zu erklären, das Reich Gottes ist etwas, wo man hineingelangen kann. Aber er erklärte dann auch, wie das möglich ist. Man kann nicht als Mensch, solange wie man ein Mensch ist, aus Fleisch und Blut bestehend, in das Reich Gottes eingehen. Und er machte auch deutlich, dass wenn man in das Reich Gottes eingeht, dies keineswegs besagt, dass man in den Himmel geht, in diesen dritten Himmel, wo Gott wohnt. Und so sagt er hier in Johannes Kapitel 3, zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel zitiert. Johannes Kapitel 3 und in Vers 13, da sagt er, niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Also er sagt hier dem Nikodemus, dass niemand, kein Mensch, in diesen Himmel
aufgefahren ist, den wir den dritten Himmel nennen, wo Gott wohnt, wo Gottes Thron ist, außer dem Menschensohn Jesus Christus, der im Himmel war und dann aus dem Himmel herabkam. Denn Christus war ja Gott seit Ewigkeit. Es hat niemals eine Zeit gegeben, wo es nicht Jesus Christus gab, der Gott war, die zweite Gottpersönlichkeit, die erste Gottpersönlichkeit, Gott der Vater. Gott ist ja eine Familie, zur Zeit aus Gott dem Vater und Jesus Christus bestehend. Wir lesen, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und Christus wurde Mensch. Er kam als ein Mensch auf diese Erde, sodass er sagen konnte, nur der Menschensohn, der war im Himmel, der kam aus dem Himmel herab auf diese Erde, sonst ist niemand gen Himmel gefahren. Nun, wie das hier übersetzt ist, sagt es zunächst einmal, dass wenn Sie an Elia denken, wenn Sie an Henoch denken, die können nicht in diesen dritten Himmel aufgefahren sein, denn sonst hätte Christus hier ja gelogen. Christus hat gesagt, niemand ist gen Himmel gefahren. Also wo immer auch Henoch und Elia hingefahren sind, es kann sich nicht um den dritten Himmel gehandelt haben. Ich habe ja andere Predigten gegeben und auch auf Posten stehen Programme und ihnen gezeigt, dass Elia zum Beispiel keineswegs in den dritten Himmel aufgefahren ist, sondern ist in einem Wirbelsturm von einer Stelle der Erde zu einer anderen Stelle der Erde transportiert worden. In einem Wirbelsturm, wo es also Wolken gibt. Selbst in dem zweiten Himmel gibt es keine Wolken und sicherlich auch nicht im dritten Himmel. Aber schauen Sie, die alte Lutherbibel, die ursprüngliche Lutherbibel, die übersetzt diese Stelle in Johannes 3 noch ganz anders. Johannes 3 und Vers 13 zitiere ich jetzt einmal aus der alten, ursprünglichen Lutherbibel. Und da heißt es nämlich, und niemand fährt gen Himmel. Also nicht nur Vergangenheit, nicht nur ist gen Himmel gefahren, sondern hier sagt Christus, niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn. Das ist diese alte, revidierte Lutherbibel, oder vielmehr die alte Lutherbibel, die ursprüngliche, die ich hier habe. Und das ist auch eine weitaus richtigere Übersetzung vom Zusammenhang her gesehen. Denn Christus wurde ja von Nikodemus befragt, was das Reich Gottes sei. Und Christus machte hier dem Nikodemus klar, wenn man ins Reich Gottes eingeht, bedeutet man das nicht, dass man in den Himmel auffährt. Also niemand fährt gen Himmel, auch in der Zukunft nicht, nicht nur in der Vergangenheit. Und er spricht von diesem dritten Himmel, aus dem er selbst herabgekommen war, als der Einzige, der aus dem Himmel herabkam auf die Erde und der wieder in diesen dritten Himmel auffahren würde. Schauen Sie, es gibt viele Stellen, die uns zeigen, dass die Gerechten, die gestorben sind, die den Heiligen Geist hatten, keineswegs in den dritten Himmel aufgefahren sind. Im Gegenteil, jeder, der gestorben ist, schläft den Schlaf des Todes, hat kein Bewusstsein während dieses Schlafes. Und er muss auferweckt werden von den Toten. Und das wird geschehen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Niemand, der bislang gestorben ist, ist weiter am Leben. Er hat keine unsterbliche Seele, die weiter leben würde, weder im Himmel noch in der Hölle, sondern alle warten auf die Auferstehung von den Toten. Und so sagt uns hier auch Petrus etwas über den gerechten König David, von dem uns in der Bibel gezeigt wird, dass er Herrscher sein wird im Millennium, im Reich Gottes, wenn er auferweckt wird von den Toten. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der allen Willen Gottes tun würde, wie es heißt. Aber schauen wir uns gleichwohl einmal an, was Petrus über ihn sagt, über seinen Tod sagt, darüber sagt, was sein gegenwärtiger Zustand ist. Schauen wir uns dies an in Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2 und lesen wir in Vers 34. Und Petrus spricht hier über Jesus Christus im Vergleich zu David. Und er sagt, es gibt viele Stellen im Alten Testament, wo von jemandem gesprochen wird, der auffahren würde gen Himmel. Aber er sagt, das bezog sich nicht auf David. Denn er sagt hier in Apostelgeschichte 2 und in Vers 34, denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt,
zum Herrn und Christus gemacht habt und gemacht hat. Er ist derjenige, der Menschensohn, der in den Himmel gefahren ist nach seiner Auferstehung. Aber nicht David. David ist nicht gen Himmel gefahren. David ist nach wie vor hier im Grabe auf dieser Erde. Er schläft den Schlaf des Todes. Und so lesen wir auch in Apostelgeschichte 2 und in Vers 29. Das ist genau das, was Petrus sagt. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Und dann sagt er später, und er ist nicht gen Himmel gefahren, um das ganz deutlich zu machen. Er bestätigt also das hier, was Jesus Christus selbst gesagt hatte. Wenn irgendjemand berechtigt wäre, in Anführungszeichen, in den Himmel aufzufahren, dann doch wohl David. Aber David ist nach wie vor tot, liegt tot im Grabe, wartet auf die Auferstehung von den Toten. Schauen Sie, der Tod wird in der Bibel als ein traumloser Schlaf beschrieben. In den meisten Fällen, wenn die Bibel sagt, dass jemand gestorben ist, wird davon gesprochen, dass er eingeschlafen ist, dass er einen Schlaf oder sich in einem Schlaf befindet, aus dem man auferweckt werden muss. Christus sagte, Lazarus schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Und die Jünger meinten, er spreche von dem normalen Schlaf, aber Christus sprach von seinem Toten. Er sagte, nein, nein, also Lazarus ist gestorben, aber er vergleicht den Tod mit einem Schlaf. Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11, und lesen wir angefangen in Vers 11. Johannes Kapitel 11 und in Vers 11. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Und er sprach an seine Jünger, Herr, wenn er schläft, dann wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie aber meinten, er rede vom leiblichen Schlaf. Und da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Schauen Sie, er spricht von seinem Tod und vergleicht den Tod mit einem Schlaf, aus dem man auferweckt werden muss. In Kapitel 12 und Vers 9 lesen wir, da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte, ihn aus seinem Schlaf auferweckt hatte. Aber während der Tote schläft, hat er kein Bewusstsein, das ist wichtig zu verstehen. Er hat kein Bewusstsein in dem Sinne, dass seine Seele weiterleben würde oder sein Geist oder was immer. Nein, der Tote ist tot, ohne Bewusstsein. Die Bibel macht das deutlich, wenn wir dem glauben wollen, was uns die Bibel lehrt. Im Buch Prediger lesen wir, was Salomo, der weiseste aller Menschen, wie es heißt, geschrieben hat. Prediger 9, Prediger 9 und in Vers 5. Prediger 9 und Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben kein Bewusstsein. Solange wie sie den Schlaf des Todes schlafen, haben sie kein Bewusstsein, auch kein Zeitgefühl. Vers 6. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben keinen Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Sie sehen nicht, was unter der Sonne geschieht. Sie haben keinen Teil mehr daran. Sie liegen im Grab ohne Bewusstsein. Wir lesen auch in Vers 10 im gleichen Kapitel, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tue. Oder wenn man auch übersetzen kann, alles, was dir vor die Hände kommt, zu tun, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, und Paulus sagt ja im Hebräerbrief, jeder Mensch wird sterben. Danach aber, wenn er wieder auferweckt wird von den Toten, das Gericht. Er sagt hier, denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Also die Bibel sagt, wenn man stirbt, tut man nichts mehr, denkt man nichts mehr, hat man keinen Teil mehr an den Lebenden. Warum?
weil man eben kein Bewusstsein hat. Im Buch der Psalmen, in Kapitel 6, lesen wir Vers 6. Das ist das, was David selbst geschrieben hat. Psalm 6 und Vers 6. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Also hier, wenn ein Gerechter stirbt und er würde dann in den Himmel eingehen, würde er nicht Gott danken? Würde er nicht Gott gedenken? Natürlich würde er das. Aber David sagt, nein, solange wie man tot ist, dann dankt man Gott nicht, gedenkt man Gott gar nicht, weil man eben kein Bewusstsein hat. Wenn es anders wäre, wenn Tote nach ihrem Tod in den Himmel eingehen würden, dann gäbe diese Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Schauen wir uns einmal im Buch Hesekiel an, was gesagt wird über die angebliche unsterbliche Seele. Denn einige sagen, ja, nun gut, also der Mensch, der stirbt, aber der Körper, der mag sterben, der mag verfallen, aber seine unsterbliche Seele, die geht sofort nach seinem Tode in den Himmel ein, wenn es ein guter Mensch war, oder in die Hölle, wenn es kein so guter Mensch war, oder vielleicht ins Fegefeuer, wenn da so ein Zwischending stattgefunden haben mag. Ist das, was die Bibel das lehrt? Sagt die Bibel uns das, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die ein Bewusstsein hat, unabhängig vom Körper, und die weiterlebt, wenn der Mensch stirbt? Nun, in Hesekiel Kapitel 18 sagt uns die Bibel unter Inspiration Folgendes. Hesekiel 18 und Vers 4. Das ist das, was Gott sagt. Das ist das, was dem Mund Gottes entspringt. Und er sagt hier, denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wie es in der revidierten Lutherbibel übersetzt wird. Und dann noch einmal in den Versen 19 und 20. Doch ihr sagt, warum soll denn ein Sohn nicht die Schuld seines Vaters tragen? Weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt und alle meine Gesetze gehalten und danach getan hat, soll er am Leben bleiben. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Mit anderen Worten, jemand, der gerecht lebt, der wird seiner Gerechtigkeit willen belohnt werden und jemand, der eben ungerecht lebt, der wird eben seine Ungerechtigkeit insoweit weiter tragen müssen, er wird insoweit dann Rechenschaft abgeben müssen vor Gott. Man kann also nicht die Gerechtigkeit des Vaters auf den Sohn übertragen und sagen, weil der Vater gerecht war, dann wird also auch der Sohn als gerecht angesehen, selbst wenn das nicht war, und auch umgekehrt. Aber es geht mir hier darum, wie das eigentlich im Urtext steht. Denn diese revidierte Lutherbibel hier übersetzt das gar nicht so genau. Sie verschleiert das ein wenig. Aber schauen wir uns einmal an, wie Luther das ursprünglich übersetzt hat. Und ich gehe hier wieder zu der ursprünglichen Lutherbibel zurück. Und ich möchte hier noch einmal Hesekiel Kapitel 18 aufschlagen. Und ich lese Ihnen jetzt einmal vor, wie das in der Lutherbibel übersetzt steht und wie es auch richtig ist und wie es auch die meisten englischen Bibeln haben. Hesekiel 18 und Vers 4, da heißt es nämlich, denn siehe, alle Seelen sind mein. Des Vaters Seele ist sowohl mein als des Sohnes Seele. Welche Seele sündigt, die soll sterben. Also das hört sich nicht nach einer unsterblichen Seele an, die nicht sterben kann. Nein, wenn die Seele sündigt, weil nämlich der Mensch ist die Seele. Das ist das, was die Bibel lehrt, von Anfang bis Ende. Der Mensch ist die Seele. Die Bibel spricht von toten Seelen, die Bibel spricht von lebendigen Seelen. Solange wie der Mensch lebt, ist er eine lebendige Seele. Wenn er stirbt, ist er eine tote Seele. Die Bibel spricht sogar von Tieren und bezeichnet sie als Seele. Es geht um die physische Existenz. Nirgendwo lehrt die Bibel irgendetwas von einer unsterblichen Seele. Und so schreibt Luther auch ganz richtig in Hesekiel 18, in den Versen 19 und 20, so sprecht ihr, warum soll denn ein Sohn nicht tragen seines Vaters Missetat? Darum, dass er recht und wohl getan und alle meine Rechte gehalten und getan hat, soll er leben. Denn welche Seele sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Missetat des Vaters, und der Vater soll nicht tragen die Missetat des Sohnes, sondern des Gerechten Gerechtigkeit soll über ihm sein.
und des Ungerechten Ungerechtigkeit soll über ihn sein. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Und der Sünde sollt ist der Tod, wie es heißt. Und die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Zwei unvereinbare Gegensätze. Tod bedeutet nicht ewiges Leben, aber abgeschieden sein von Gott. Nein, Tod bedeutet Tod. Und ewiges Leben bedeutet ewiges Leben. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Und sie muss dann, weil die Seele ja mit dem Menschen identisch ist, aus dem Schlaf des Todes auferweckt werden. Aber solange wie der Mensch tot ist, hat er kein Bewusstsein. Die Seele hat kein Bewusstsein. Die Seele liegt tot im Grabe. Das ist die Lehre der Bibel. Ob Sie es jetzt glauben wollen, akzeptieren wollen oder nicht. Ich möchte Ihnen auch kurz einmal 1. Mose Kapitel 2 vorlesen aus der alten Lutherbibel. Die ist auch richtig übersetzt. Die revidierte Lutherbibel hat das auch wieder verschleiert. 1. Mose Kapitel 2 und Vers 7. Hier geht es um die Erschaffung des Menschen. Schauen wir uns einmal an, wie das Gott hier beschreibt. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß und er blies ihn ein, den lebendigen Odem, in seine Nase. Und also ward oder wurde der Mensch eine lebendige Seele. Als Gott ihm den Odem in seine Nase blies, als die Sauerstoffzirkulation begann, wurde der Mensch eine lebendige Seele. Zuvor war er eine tote Seele, weil er eben noch nicht lebte. Das ist die Lehre der Bibel. Das ist genau das, was die Bibel uns sagt. Und sie sagt uns eindeutig, wenn man alle Stellen zusammennimmt, dass der Mensch, wenn er stirbt, den Schlaf des Todes schläft ohne Bewusstsein. Er geht keineswegs in den Himmel ein, er geht keineswegs in eine ewig brennende Hölle ein, sondern er schläft zunächst einmal und wartet auf die Auferstehung von den Toten. Und diejenigen, die in Christus gestorben sind, die werden auferweckt werden, wenn Christus zurückkommt und werden dann verwandelt werden in Geistwesen. Aber was ist mit den anderen Menschen, die zwar auch gestorben sind, aber von Christus nichts wussten oder Christus zumindest nicht als ihren Heiland akzeptiert haben? Auch die werden auferweckt werden, aber nicht im Zeitpunkt der Wiederkehr Christi, sondern später. Die schlafen sogar noch länger. Die sind keineswegs im Himmel oder in der Hölle. Wie man sich so die Hölle vorstellt. Schauen wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 15 an. Und diese Stelle zeigt uns, was geschieht mit denen, die in Christus gestorben sind. Mit anderen Worten, die gestorben sind und den Heiligen Geist des Vaters und Jesu Christi in sich hatten im Zeitpunkt ihres Todes. Gingen die in den Himmel ein, als sie starben? Nun, Christus hat gesagt, niemand fährt gen Himmel. Selbst David, der den Heiligen Geist Gottes hatte, fuhr nicht gen Himmel, als er starb. 1. Korinther Kapitel 15 und lesen wir die Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, sagt Paulus. Wir werden nicht alle entschlafen. Auch hier wiederum wird der Tod mit einem Schlaf verglichen. Aber nicht alle werden entschlafen. Einige Christen werden leben, wenn Christus zurückkommt. Die meisten allerdings, seit Adam sozusagen, die Christen waren, wahre Christen waren, die sind entschlafen. Aber er sagt, wir werden aber alle verwandelt werden. Ob man jetzt dann noch lebt, wenn Christus zurückkommt, ob man entschlafen ist und dann auferweckt wird. Wir werden alle verwandelt werden. Verwandelt zu was? Nun, es geht hier um, wie man in das Reich Gottes hineingelangen kann. Christus hatte ja dem Nikodemus gesagt, wie man ins Reich Gottes hineingelangen kann, aber er hat ihm gleichzeitig gesagt, aber das bedeutet nicht, dass man in den Himmel fährt, wenn man ins Reich Gottes kommt. Paulus sagt hier in Vers 50, um da nochmal zurückzugehen, ich sage euch aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut, der Mensch, aus Fleisch und Blut bestehend, das Reich Gottes nicht ererben können. Also solange wie man Fleisch und Blut ist, kann man nicht ins Reich Gottes eingehen, kann man nicht das Reich Gottes ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Nein, eine Änderung muss stattfinden. Und dann sagt er hier in Vers 51, wir werden alle verwandelt werden, Vers 52, und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Aber Paulus spricht hier natürlich von den Christen, die in Christus gestorben sind oder die in dem Zeitpunkt noch leben, in denen Christi Geist wohnt. Das wird geschehen im Zeitpunkt der letzten Posaune. Dann werden sie verwandelt werden. Wie?
denn es wird die Posaune erschallen und die Toten in Christus werden auferstehen unverweslich. Die werden also jetzt aus dem Todesschlaf auferweckt, aber jetzt als Geistwesen, unsterbliche Geistwesen, unsterbliche Mitglieder der Gottfamilie. Und wir werden verwandelt werden. Und er sagt dann in Vers 53, dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Und wenn das geschehen ist, dann wird es keinen Tod mehr geben. Für die, die die Unsterblichkeit angezogen haben, für die, die die Unverweslichkeit angezogen haben, für die, die in das Reich Gottes eingegangen sind, das ewige Leben erlangt haben. Es geschieht im Zeitpunkt der Auferstehung, wenn Jesus Christus zurückkommt. Nicht vorher. Man muss sich auch die Frage stellen, warum überhaupt eine Auferstehung von den Toten, wenn die unsterbliche Seele bereits im Himmel in Freuden lebt? Was für einen Sinn würde das machen? Nun schauen wir uns einmal eine Stelle im Alten Testament an, im Buch Hiob. Und zwar in Kapitel 14, in Buch Hiob, Kapitel 14, und lesen wir die Verse 14 und 15. Hiob 14 und Vers 14. Wiederum zunächst in der revidierten Lutherbibel heißt es, meinst du, ein toter Mensch wird wieder leben? Also ein Mensch ist tot, zunächst einmal. Und die Frage ist, wird er wieder leben? Und wenn ja, wie? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt. Du würdest rufen und ich dir antworten. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Nicht ganz deutlich übersetzt wiederum. In der alten Lutherbibel heißt es nämlich, alle Tage meines Dienstes will ich harren, bis meine Verwandlung kommt. Es geht hier um eine Verwandlung. Und dann heißt es auch nicht, du würdest rufen und ich dir antworten, sondern du wirst rufen und ich werde dir antworten. Und du wirst verlangen nach dem Werk deiner Hände. Schauen Sie, meine Damen und Herren, wir sind alle Werke der Hände Gottes. Gott formt uns, er arbeitet mit uns, er sieht nach uns, er schaut darauf, wie wir leben. Er beobachtet uns. Es wird an vielen Stellen gesagt, dass nichts, was wir denken, nichts, was wir tun, der Aufmerksamkeit Gottes entgehen könnte. Wir können uns vor Gott nicht verbergen. Gott wird mit einem Töpfer verglichen im Buch Jesaja. Wir sind der Ton in seiner Hand. Und der letztendliche Zweck alles dessen ist, dass wir eingehen sollen in das Reich Gottes. Gott ist das Reich Gottes. Gott ist die Gottfamilie, die herrscht, herrschen wird. Hier auf Erden, wie wir noch sehen werden. Und wir sollen eingehen in das Reich Gottes. Aber wir können nur eingehen in das Reich Gottes, wenn wir verwandelt werden. Diese Verwandlung wird zum Beispiel auch in Philippa angesprochen, im Philipperbrief. Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Und die Verse 20 und 21. Philipper Kapitel 3 und Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Nun einige sagen, aha, da steht's ja, also wir gehen in den Himmel ein, wenn wir sterben, das ist unser Bürgerrecht. Nein, das bedeutet nur, unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Und weil unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind, ist unser Bürgerrecht die Tatsache, dass wir Teil sind dessen, für das Gott steht, das ist im Himmel. Aber es heißt nicht, dass wir in den Himmel eingehen. Im Gegenteil, lesen wir weiter, was Paulus hier sagt. Hören wir nicht einfach auf zu lesen, sondern lesen wir weiter, was Paulus sagt in Philipper Kapitel 3 und Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Also Christus kommt aus dem Himmel herab auf diese Erde, der, Vers 21, unseren nichtigen Leib verwandeln wird. Die Verwandlung wird angesprochen. Um was geht es hier? Um eine Verwandlung unseres physischen Leibes. Wie? Dass er gleich werde. Im Griechischen heißt es hier, dass er identisch werde. Nicht nur ähnlich, sondern gleich im Sinne von identisch. Genauso wie Jesus Christus heute aussieht, werden wir aussehen. Im Hinblick auf unseren geistigen Leib. Dass er also gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Es geht hier um eine Verwandlung.
von Sterblichkeit zu Unsterblichkeit, von Verweslichkeit zu Unsterblichkeit, von physischer Existenz zu geistiger Existenz. Lesen wir uns auch, oder schauen wir uns auch 1. Thessaloniker an, Kapitel 4. 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Und lesen wir angefangen in Vers 13. 1. Thessaloniker 4, angefangen in Vers 13. In der revidierten Lutherbibel hat man hier als Überschrift die folgende Aussage gewählt von der Auferstehung der Toten. Und da heißt es hier in Vers 13, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Auch hier wiederum wird der Tod mit einem Schlaf verglichen. Die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Schauen Sie, einige, die haben so eine gewisse vage Idee, was vielleicht geschieht mit denen, die entschlafen sind. Ja, vielleicht sind die jetzt im Himmel, hoffentlich sind sie nicht in der Hölle, vielleicht im Fegefeuer, vielleicht im Limbo. Einige glauben an die Reinkarnation, die Seelenwanderung, die schwirren vielleicht irgendwo daher als Stechmücken und so weiter. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie lächerlich machen, aber ich möchte Ihnen klar und deutlich machen, worum es hier geht. Paulus sagt hier, wir müssen die richtige Hoffnung haben. Was ist die Hoffnung? Nun, diejenigen, die in Christus entschlafen sind, das ist die unmittelbare Hoffnung auf das ewige Leben. Aber wie kommt das zustande? Aber auch die, die noch nicht in Christus entschlafen sind, die sind nicht für alle Ewigkeit verloren, wie einige meinen. Die meinen, ja, wenn man heute in diesem Leben Christus nicht annimmt als seinen Heiland, dann kommt man unweigerlich in die Hölle und wird dort für alle Zeit und Ewigkeit gefoltert. Was für ein Monster wäre Gott, wenn dies der Fall wäre? Mit der Liebe Gottes hätte das absolut nichts zu tun. Paulus sagt hier, ich will euch nicht im Ungewissen darüber lassen, über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht so traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn, Vers 14, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Jesus war für 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab. Seine unsterbliche Seele, in Anführungszeichen, hat nicht weitergelebt, als er tot im Grabe war, denn er hatte keine unsterbliche Seele. Jesus Christus sagte selber nachher im Johannesbrief oder auch im Buch der Offenbarung, ich war tot und ich bin wieder lebendig geworden. Er ist auferweckt worden von Gott dem Vater, nachdem er 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe war und damit das einzige Zeichen, das er den Pharisäern gab, erfüllte, dass er der Messias war. Denn er sagte, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Mit anderen Worten, kann er nicht an einem Freitag gekreuzigt worden sein, an einem Sonntagmorgen auferstanden sein, dann wäre er nicht 3 Tage und 3 Nächte lang im Grabe gewesen. Denn wenn wir glauben, Vers 14, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Aber wie? Dadurch, dass er sie aus dem Himmel herausholt, zurück zur Erde bringt? Keineswegs. Wir hatten ja bereits gelesen, dass diejenigen, die in Christus entschlafen sind, auferweckt werden von den Toten im Zeitpunkt der letzten Posaune, wenn Christus zurückkommt. Hier wird es noch einmal deutlich gemacht. Vers 15. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind, die gestorben sind. Denn der Zeitpunkt der Auferstehung, der Zeitpunkt der Verwandlung ist der gleiche Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, die 7. Posaune, herabkommen vom Himmel. Ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel, unsere Namen sind aufgeschrieben im Himmel, aber Christus wird herabkommen vom Himmel. Und er wird dann seinen Lohn für uns mitbringen. Er wird herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Die anderen Toten, die nicht in Christus gestorben sind, die werden später auferstehen, wie die Bibel uns in anderen Stellen zeigt. Danach, Vers 17, werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, aber nicht dann in den 3. Himmel eingehen, sondern nur in die Luft, auf Wolken. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und andere Stellen zeigen uns ja, dass wir dann im gleichen Zeitpunkt, wenn wir Jesus Christus auf Wolken begegnet sind, zusammen mit ihm auf den Berg Zion herabkommen
um dort dann letztendlich die Herrschaft über diese Erde anzutreten. Denn Christus wird ja von Jerusalem aus herrschen, auf dem Thron Davids sitzen, wie dies bereits der Engel Maria verkündigt hatte, dass Jesus Christus auf dem Thron Davids sitzen würde in der Zukunft. Und so sagt hier in Vers 18, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Es geht hier um die Auferstehung von den Toten. Es geht keineswegs darum, dass wir in den Himmel eingehen, entweder wenn wir sterben oder aber wenn Christus zurückkommt, wie einige das auch fälschlich jetzt lehren. Keineswegs. Christus sagte doch, niemand fährt gen Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, Jesus Christus. Luther hat einmal die sehr bedeutsame Frage gestellt. Wenn wir eine unsterbliche Seele hätten, wenn unsere unsterblichen Seelen nach unserem Tode in den Himmel eingehen würden, wozu dann noch eine Auferstehung von den Toten? Und er sagte dann, und ich zitiere, die Tatsache, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt, beweist, dass wir nicht in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Das war das, was Luther glaubte. Das war das, was Luther lehrte. Das ist nicht das, was heute die evangelische Kirche lehrt. Die haben sich weit von dem entfernt, was Luther in dieser Beziehung gelehrt hat. Gott hat uns ewiges Leben verheißen. Gott hat gesagt, dass wir dazu geschaffen worden sind, letztendlich ewiges Leben im Reich Gottes zu erlangen. Aber wir haben das ewige Leben noch nicht. Niemand hat das ewige Leben erhalten. Diese Tatsache alleine zeigt uns, dass die Toten nicht in den Himmel eingehen, wenn sie sterben. Niemand ist in den Himmel eingegangen. Schauen wir uns einmal Titus Kapitel 1 an. Titus Kapitel 1 und in Vers 2. Denn wenn die Toten, die in Christus gestorben sind, bei ihrem Tode, im Zeitpunkt ihres Todes, in den Himmel eingingen, dann hätten sie ja bereits das ewige Leben erlangt. Aber die Bibel zeigt uns, dass niemand das ewige Leben bislang erlangt hat, außer Jesus Christus. Titus Kapitel 1 und Vers 2. Da sagt Paulus, wir haben die Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Noch bevor Gott den Menschen schuf, war es ihm klar, wollte er, dass der Mensch letztendlich ewiges Leben erlangen würde. Noch bevor es überhaupt die Zeiten der Welt gab. Nun, im Hebräerbrief lesen wir Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Und lesen wir Vers 13. Hebräer Kapitel 11 und Vers 13. Paulus spricht hier von all denen, die im Glauben gestorben sind. Den Giganten der Bibel. Er spricht von Henoch, er spricht von Abel. Denken Sie daran, er spricht von Henoch. Der wird hier ganz deutlich erwähnt in Vers 5. Er spricht natürlich von Noah, er spricht von Abraham, Sarah und so weiter und so fort. Spricht er auch dann noch von Mose später. Aber schauen Sie, was er sagt in Vers 13. Diese alle sind gestorben im Glauben. Diese alle, die er hier erwähnt hat, inklusive Henoch, von dem es ja heißt, dass er angeblich in den dritten Himmel eingegangen sei, dass er den Tod nicht gesehen hätte. Nun, es kann hier nicht darum gehen, dass er nicht gestorben ist. Er hat damals den Tod nicht gesehen, entweder den physischen Tod, er wurde von Gott beschützt, oder es kann sich auch um den ewigen Tod handeln. Gott hat ihn von einer Stelle der Erde auf zu einem anderen Platz der Erde transportiert, damit er nicht in die Versuchung kam, die unvergebbare Sünde zu begehen, denn die Zeiten damals waren sehr, sehr gefährlich, sehr, sehr schlecht. Henoch war scheinbar zu dem damaligen Zeitpunkt der Einzige, der gerecht lebte. Aber es heißt nicht, dass er nicht gestorben sei, denn es heißt hier in Vers 13, denn alle sind gestorben im Glauben. Aber schauen Sie, ist er in den dritten Himmel eingegangen? Hat er das ewige Leben erlangt? Hat er die Verheißung erlangt? Alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt. Henoch hat das Verheißene nicht erlangt. Abraham hat das Verheißene nicht erlangt. Noah hat es nicht erlangt. Mose hat es nicht erlangt. David hat es nicht erlangt. Sondern, Vers 13, sie haben es von Ferne gesehen, in ihrer Gesinnung, von ihren Gedanken her, wie auch wir an das ewige Leben denken können. Wir können es auch von Ferne bereits jetzt schon sehen und uns vielleicht vorstellen, wie es sein wird, wenn wir dann ewig leben werden. Sie haben es von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie
Gäste und Fremdlinge auf Erden sind, wie auch wir heute Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde sind. Diese Erde kann uns eigentlich nichts bieten, diese Welt kann uns nichts bieten, was besser wäre als das, was Gott uns bietet. Fern davon. Aber das, was Paulus sagt, ist wichtig zu verstehen. Die haben das Verheißene nicht erlangt, aber sie sind im Glauben daran gestorben, dass sie es erlangen werden. In der Zukunft, wenn Christus zurückkommt, um uns das Verheißene zu geben, das verheißene ewige Leben. Schauen wir uns einmal in Vers 39 an, was Paulus hierzu sagt. Hebräer 11 und Vers 39. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war. Weil, Vers 40, Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Der Zeitpunkt der Auferstehung ist noch nicht gekommen. Christus ist noch nicht zurückgekehrt. Es sind noch Menschen da, die sich noch für das ewige Leben vorbereiten, die noch geprüft werden, geläutert werden, damit sie das ewige Leben erlangen können. Und dann werden sie alle, die in Christus gestorben sind, das ewige Leben erhalten. In Matthäus Kapitel 5 lesen wir Vers 5. Matthäus Kapitel 5 und Vers 5. Auch das ist ein Versprechen von Jesus Christus. Selig sind die Sanftmütigen. Wir sollen ja alle sanftmütig sein, demütig, barmherzig. Denn sie werden in den dritten Himmel eingehen. Nein. Christus sagt, sie werden das Erdreich besitzen. Das Erdreich. Sie werden über die Erde herrschen. Nirgendwo steht geschrieben, sie werden in den Himmel eingehen, diesen dritten Himmel, wo Gott wohnt. Das ist Teil des Versprechens, der Verheißung, dass wir als ewige, ewig lebende Mitglieder der Gottfamilie über die Erde herrschen werden. Schauen wir uns Römer Kapitel 4 an. Römer Kapitel 4 und Vers 13. Römer Kapitel 4 und Vers 13. Denn die Verheißung, Teil der Verheißung, von der wir hier sprechen, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Die Verheißung des ewigen Lebens beinhaltet die Verheißung, Erbe der Welt zu sein, über die Welt zu herrschen. Und so lesen wir ja auch, dass im Millennium wir Könige und Priester sein werden und dass wir unter Jesus Christus über die Erde herrschen werden, und zwar auf der Erde, über die Erde. Wir sind ja die Nachfahren Abrahams, wenn wir seine geistlichen Kinder sind, wenn wir den Glauben haben, den er hatte. Sind wir die geistlichen Israeliten, wie es ja heißt. Ein wahrer Christ ist ja ein geistlicher Israelit geworden. In Galater Kapitel 3, Galater Kapitel 3 und in Vers 29. Galater Kapitel 3 und Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung erben. Es ist uns verheißen worden, das zu erben, was Abraham ererben wird. Was wird Abraham ererben? Die Welt. Was wird er erben? Das ewige Leben. So werden auch wir dies ererben, aber noch nicht jetzt. Auch nicht dann im Augenblick, wenn wir sterben, sondern wenn wir auferweckt werden von den Toten. Wie es ja klar und deutlich in der Bibel beschrieben steht. Nun, zum Schluss noch kurz die Frage, was geschieht aber mit denen dann, die noch nicht in Christus gestorben sind, die noch nicht in diesem gegenwärtigen Zeitpunkt, in diesem Leben, etwas von Christus gewusst haben, ihn anerkannt haben als ihren Erlöser, ihren persönlichen Erlöser? Sind die für alle Zeit und Ewigkeit verloren? Das ist das, was viele lehren. Das würde Gott als eine ungerechte Persönlichkeit darstellen, denn wir müssen ja zunächst einmal verstehen, dass nur diejenigen, die ganz ausdrücklich von Gott gezogen werden in diesem jetzigen Zeitpunkt, überhaupt die Wahrheit erkennen können, überhaupt zu Gott kommen können. Es heißt ja sogar, die sind vorherbestimmt, dass sie in diesem jetzigen Zeitpunkt erst einmal berufen werden.
Die anderen, die nicht dazu vorherbestimmt sind, in diesem jetzigen Zeitpunkt berufen zu werden, zur Wahrheit zu kommen, können nicht zu Gott kommen. Christus sagt dies deutlich. Er sagt, es sei denn jemand, der Vater zieht einen, kann er nicht zu mir kommen. Also Gott wäre ja unglaublich ungerecht, wenn er von vornherein bestimmt hätte, nur die paar, die er jetzt beruft, in diesem gegenwärtigen Zeitpunkt, die können zu mir kommen. Alle anderen, die müssen in der Hölle für alle Ewigkeit schmoren, weil sie eben Christus nicht anerkannt haben, nicht anerkennen konnten. Also das kann ja keineswegs der Fall sein. Und doch lesen wir in der Bibel, dass man nur durch Jesus Christus, durch seinen Namen gerettet werden kann, das Heil erlangen kann. In keinem anderen ist das Heil, wie es heißt. Und Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Keiner kommt zum Vater als allein durch mich. Wie ist dieser Widerspruch, dieser scheinbare Widerspruch zu verstehen? Nun, 1. Korinther Kapitel 15 zeigt es uns, unter anderem, wenn man wiederum der Bibel glauben will. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Also klar und deutlich, niemand ist auferstanden von den Toten vor Christus. Alle die Giganten im Alten Testament, Abraham, David und so weiter, sind nicht von den Toten auferstanden. Konnten nicht auferstanden sein, weil Christus ist der Erstlinge, der auferstanden ist von den Toten und das ewige Leben erlangt hat. Er sagt, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, wir alle werden sterben. Auch wenn wir im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi noch leben sollten und verwandelt werden, wird unser physischer Leib sterben. Also wir alle werden sterben. In Adam, Fleisch und Blut. So werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Alle. Dieselben alle, die in Adam gestorben sind, werden in Christus lebendig gemacht werden. Aber wie? Wir hatten ja gesehen, im Zeitpunkt der Auferstehung zum ewigen Leben wird es nur einige sein. Und so sagt er hier, ein jeder aber in seiner Ordnung oder auch in seiner Reihenfolge, wie es übersetzt werden kann. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach kommt noch was. Er sagt hier das Ende. Andere Stellen müssen uns jetzt sagen, was mit dem Ende gemeint ist. Aber es ist etwas, was sich auf Menschen offensichtlich bezieht, die nicht Christus angehören, wenn Christus kommt. Aber die sind nicht für alle Ewigkeit verloren. Die schmoren nicht für alle Ewigkeit in einer Hölle, weil sie Christus in ihrem Leben nicht anerkannt haben, nicht anerkennen konnten. Danach das Ende. Johannes Kapitel 5. Lesen wir die Verse 28 und 29. Johannes Kapitel 5 und Vers 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, denken wir daran, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Was hat Hiob gesagt? Du wirst rufen, ich werde dir antworten und du wirst verlangen nach dem Werk deiner Hände. Alle, die in den Gräbern sind, alle, die gestorben sind, alle, die im Tode entschlafen sind, die werden auferweckt werden. Die werden seine Stimme hören. Und die werden hervorgehen. Aber jetzt ist wichtig zu verstehen, was gesagt wird. Die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Nun, nur allein Gott ist gut. Und wir können nur Gutes tun im Sinne von dem, was Gott erwartet, wenn Gottes Geist Gottes guter Geist in uns ist und wir seiner Vorstellung Folge leisten, seiner Führung folgen. Also wenn hier gesagt wird, die Gutes getan haben, bedeutet dies, die in Christus gestorben sind. Die werden auferweckt werden zur Auferstehung des Lebens, des ewigen Lebens. Wer in dieser Auferstehung ist, der kann nicht mehr sterben. Die aber Böses getan haben, also nicht unbedingt das Gute, weil sie ja den Heiligen Geist gar nicht hatten, die werden auferstehen zur Auferstehung des Gerichtes. Es heißt nicht hier, dass das zum gleichen Zeitpunkt geschieht. Ja, alle die gestorben sind, die werden die Stimme Jesu Christi hören, aber nicht im gleichen Zeitpunkt, denn Paulus hat ja bereits gesagt, die werden auferweckt werden in ihrer jeweiligen Ordnung oder Reihenfolge.
Und sie werden die, die also Böses getan haben, in dem Sinne, dass sie eben nicht das Gute, das von Gott kommt, tun konnten, getan haben, die werden auferweckt werden zur Auferstehung des Gerichtes, nicht zur Verdammung, notwendigerweise, des Gerichtes. Es geht um das große, weiße Throngericht, von dem auch Offenbarung Kapitel 20 spricht, die sogenannte zweite Auferstehung, die klar und deutlich dort beschrieben wird. Warum ist das der Fall, dass die meisten von Ihnen davon noch nie etwas gehört haben, dass es eine zweite Auferstehung gibt? Nun, einige, die uns hier verfolgen auf den Predigten, die haben schon was davon gehört, weil ich es ihnen bereits schon mehrfach mitgeteilt habe. Aber die Mehrzahl der orthodoxen Christen haben davon noch nie etwas gehört, obwohl die Bibel es klar und deutlich lehrt. Aber schauen Sie, die Bibel sagt uns auch, dass die ganze Welt verführt ist. Dass es Satan, der Teufel ist, der die ganze Welt verführt hat, der den Menschen einredet, sie haben eine unsterbliche Seele, der den Menschen einredet, sie gehen in den Himmel ein, wenn sie gestorben sind, oder in eine Hölle, die für alle Ewigkeit existiert und dort schmoren, bis in alle Ewigkeit. Das sind Ideen des Teufels. Das sind nicht die Ideen Gottes, die hier in der Bibel klar und deutlich niedergelegt sind. Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 4 bis 5. Offenbarung Kapitel 20 und die Verse 4 und 5. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Und diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Wer wurde lebendig? Die Seelen wurden lebendig, die gestorben sind. Die haben nicht für alle Ewigkeit weitergelebt als unsterbliche Seelen im Himmel. Nein, die Seelen waren tot. Die wurden enthauptet. Die wurden wieder lebendig. Schauen Sie. Und sie regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig bis. Bis. Jeder, der das Wort bis hört und versteht, weiß, dass es hier von einem Zeitpunkt die Rede ist, wo es zunächst einmal eine gewisse Situation vorliegt, die aber dann eine Änderung erfährt. Die wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Mit anderen Worten, die werden dann aber lebendig, nach den 1000 Jahren. Und jetzt geht Johannes zurück auf die erste Auferstehung und sagt dies, mit anderen Worten, die Seelen, die enthauptet worden waren, die gestorben sind, die wieder auferweckt worden sind, die gehören mit zu der ersten Auferstehung. Es geht nicht nur allein um die, es geht um alle die, die in Christus gestorben sind, die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch. Die werden in der ersten Auferstehung sein, die anderen werden nicht in der ersten Auferstehung sein, die werden erst wieder lebendig werden, nachdem die 1000 Jahre vollendet sind. Selig ist und heilig, Vers 6, der Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, der zweite Tod, der ewige Tod, natürlich nicht. Wer in der ersten Auferstehung ist, der hat das ewige Leben erlangt. Der hat das Verheißene erlangt. Wann hat er es erlangt? Im Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Wenn er auferweckt wird von den Toten. Nicht vorher. Also, selig ist und heilig. Nun, Gott ist heilig. Mit anderen Worten, er ist Teil der Gottfamilie geworden. Der Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren. Auf Erden. Wie wir noch sehen werden. 1000 Jahre. So, und was dann? Nun, lesen wir Vers 11. Jetzt geht es weiter mit denen, die dann lebendig werden. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und der, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, Vers 12, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und wenn Tote stehen, heißt das, sie sind auferstanden. Und das ist diese zweite Auferstehung. In der revidierten Lutherbibel wird hier von dem Weltgericht gesprochen. Wir hatten ja gelesen, alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und die Böses getan haben, werden auferstehen zur Auferstehung des Gerichts. Nicht Verdammnis unbedingt, Gerichts. Sie werden jetzt erst einmal gerichtet, ausgerichtet. Ihnen wird jetzt die Gelegenheit gegeben, Jesus Christus anzuerkennen. Den Weg der Wahrheit, der ihnen jetzt kundgetan wird, zu begreifen, danach zu leben. So lesen wir. Ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron. Bücher wurden aufgetan.
was sie in dem Leben getan hatten, wurde niedergeschrieben. Aber auch, was sie dann noch tun werden, wird niedergeschrieben. Und sie werden dann gerichtet werden anhand dessen, wie sie leben. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Schauen Sie, Ihre Namen, wenn Sie von Gott berufen sind heute in diesem Leben, sind bereits aufgezeichnet und befinden sich im Buch des Lebens, wenn Sie den Heiligen Geist Gottes erlangt haben oder dabei sind, ihn zu erlangen. Für die meisten Menschen ist das heute noch nicht der Fall. Aber dann wird auch das Buch des Lebens aufgetan sein, sodass Ihr Name in das Buch des Lebens eingeschrieben werden kann. Und die Toten wurden gerichtet. Es geht hier um die Auferstehung des Gerichts. Sie wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Sie werden danach gerichtet, wie wir auch heute danach gerichtet werden, wie wir uns verhalten mit dem, was wir wissen, mit dem, was wir verstehen, wie wir leben, was wir damit tun. Wir werden gerichtet nach unseren Werken. Sie werden gerichtet werden nach ihren Werken. In Ezechiel Kapitel 37, da wird von dem Haus Israel gesprochen. Ich möchte jetzt nicht die Zeit nehmen, das alles zu lesen, aber schauen Sie sich dies einmal an. Und vielleicht, wenn Sie die Gelegenheit haben, lesen Sie es in der alten Lutherbibel, wenn Sie die haben. Ezechiel 37, angefangen in Vers 1. Da wird von der Auferstehung des gesamten Hauses Israel gesprochen. Das ist Teil dieser zweiten Auferstehung. Die werden aber nicht zu Geist auferweckt werden, sondern zu physischen Lebewesen. Es wird davon Sehnen gesprochen, von Haut und so weiter und so fort. Und die werden dann ihre Gelegenheit erhalten, den Weg Gottes zu erwählen. Und Gott sagt, und dann werde ich euch meinen Heiligen Geist geben, ihn euch tun, wenn ihr bereit seid, ihn zu empfangen. Aber es geht nicht nur um das Haus Israel. Es geht nicht nur darum, dass die Israeliten, die gestorben sind, ohne Christus als ihren Erlöser anzuerkennen, dann auferweckt werden zu physischem Leben, sondern wir lesen auch in Matthäus Kapitel 11, dass dies sich auf andere Menschen bezieht, auf alle Menschen. Auf alle Menschen, die Jesus Christus nicht anerkannt haben in ihrem Leben, weil sie dazu keine Gelegenheit hatten. Und ich komme noch auf eine andere Auferstehung zu sprechen, die dritte Auferstehung. Das ist das, worum es geht, wenn Menschen von der Hölle sprechen. Hat mit der Hölle, von der sie sich eine Vorstellung machen, gar nichts zu tun. Aber es geht tatsächlich um Menschen, die die unvergebbare Sünde begangen haben. Aber diejenigen, die heute sich darum ängstigen, dass sie vielleicht die unvergebbare Sünde begangen hätten, haben sie nicht begangen. Das kann ich Ihnen ganz doktrinär und dogmatisch mitteilen. Aber darauf können wir noch zu sprechen. Aber es geht mir hier heute jetzt um die zweite Auferstehung. In Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11. Und die Verse 20 bis 24. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan, sie hatten nicht bereut. Wehe dir, Korazin! Wehe dir, Bethsaida! Wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan oder bereut, aber dann auch die Werke, die Früchte der Reue gezeigt. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglich ergehen am Tage des Gerichts als euch. Es geht hier um das Weltgericht, es geht hier um die zweite Auferstehung, das große weiße Throngericht. Die werden also in dem Zeitpunkt existieren wieder, die werden wieder leben. Die sind alle gestorben, sind alle tot, aber die werden wieder leben, weil sie in der zweiten Auferstehung zu physischen Menschen auferweckt werden, um sich dann qualifizieren zu können. Und du, Kapernaum, Vers 23, wirst du bis zum Himmel erhoben werden, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Aha, Hölle. Nun, es geht hier um das Grab. Es geht hier darum, dass sie den Tod erleiden werden, wenn sie nicht bereuen. Er sagt hier, wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Sieh, es geht hier darum, dass Sodom zunächst einmal, das physische Sodom, vernichtet wurde. Und so werden auch die, die letztendlich nicht bereuen werden, vernichtet werden. Nicht in aller Ewigkeit hinein in einer feurigen Hölle für alle Zeiten gemartert und gefoltert werden. Wie ich sagte, was für eine unglaubliche Monstergestalt wäre Gott, wenn er dies tun würde. Darum kann es gar nicht gehen. Aber es geht hier um das große weiße Throngericht. In Matthäus Kapitel 10 und in Vers 15, da lesen wir, wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dieser Stadt. Weil die hatten gewisse
Dinge bereits erkennen können, diese Stätte, von der Christus hier sprach, aber haben es abgelehnt. Und er sagt, wenn dies alles den Menschen von Sodom und Gomorra klar geworden wäre, die hätten bereut. Sodom und Gomorra, stellen Sie sich das einmal vor. Die Städte, die vernichtet worden sind von Gott mit, wie es heißt, unauslöschlichem Feuer. Aber schauen Sie, auch da muss man sagen, dieses unauslöschliche Feuer brennt heute nicht mehr. Die Städte sind ja längst vernichtet. Es geht darum, der Mensch konnte dieses Feuer nicht auslöschen. Aber es ging von selber aus, als nichts mehr da war zu brennen. Also wir sehen hier, dass es Menschen geben wird, die meisten Menschen, die eben von Christus noch nichts wussten, die werden in der zweiten Auferstehung sein. Und es wird auch das Gericht genannt, weil zu Ende der Zeitspanne, die möglicherweise gemäß dem Buch Jesaja 100 Jahre dauern wird, zu Ende dieser Zeitspanne wird es zu einer Gerichtsentscheidung kommen. Aber vorher war eine Ausrichtung vorhanden, eine Bewertung, die konnten sich qualifizieren. Und dann kommt es zu Ende dieser Periode zu einer Gerichtsentscheidung. Dann wird entschieden werden, werden diese Menschen das ewige Leben nun erlangen oder nicht. Also wiederum, auch hier geht es darum, dass die keineswegs jetzt im Himmel sind oder in der Hölle oder im Fegefeuer oder in Limbo. Alle, die gestorben sind, die sind nach wie vor tot. Die leben nach wie vor, liegen tot im Grabe, warten auf den Zeitpunkt ihrer Auferstehung. Wie diejenigen, die in Christus gestorben sind, auf den Zeitpunkt ihrer Auferstehung warten, wenn Christus zurückkommt. Die anderen werden auferweckt werden, 1000 Jahre später. Nach dem Millennium. Die Bibel ist ganz klar und ich werde in der nächsten Predigt weiter auf Stellen eingehen, die immer so angeführt werden, um uns angeblich zeigen zu wollen, dass wir doch in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Aber die Bibel sagt dies keineswegs. Sie würde ja auch dann sich widersprechen, denn wir haben ja heute gesehen, dass das keineswegs der Fall ist. Also das wird dann in der nächsten Predigt behandelt werden und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und ich verbleibe, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.